Nahmt ihr alten Adam Spender, willkommen zurück zur letzten Folge von Still Wakes the Deep. Wir müssen uns erstmal einen ruhigeren Platz suchen. Krass stürmische See, aber passt ja auch zum Ende. Wer war denn hier drinne? Christ roughs me. What a mess. Oh, ey. Christ, what were they up to? Brody, wenn du das liest, komm zum Maschinendeck. Ich habe meinen Teil getan. Hoffentlich funktioniert dein Plan. Es ist unsere letzte Chance. F. Oh. Ruhe. Ja, also wie vielleicht einige von euch schon wissen, bin ich jetzt hier gefühlt schon zum dritten Mal. Ich durfte das ja nur ein paar Mal nachspielen, weil meine Aufnahme das immer verkackt hat. Und wie ihr sicherlich wisst, hat das Spiel keine Speicherstände, die man aufrufen kann, keine älteren. Und auch keine Kapitel, die man starten kann. Und so spielt man jedes Mal, wenn man so einen Fehler hat wie Icke, das ganze Spiel komplett von vorne. Ich muss nochmal kurz kontrollieren, ob das läuft, ne? Ja, okay. Sorry. Aber nochmal schaffe ich das nicht. Ja, dann muss ich das Projekt aufheben. Ich komme nicht durch, das Maschinendeck ist voller Öl. Wir können das schaffen, ich gebe nicht auf. Wir finden einen Weg hinaus. Wir haben Cass verloren. Aber wir finden eine Lösung. Mach keine Dummheiten, Brody. Okay. Ja, das, was mich daran am Essen ärgert, ist, dass ich das Ende jetzt schon kenne, ne? Das kotzt mich richtig an. Ich habe gedacht, hier, dass irgendwas nach mir schnappt, ne? Aber das ist Tatsache nicht passiert. Finley, Jesus Christ. Cleary, how the fuck are you no dead? I thought I was. You fit to help? Christ, can anything help? Aye, if we cut ourselves loose and quit like, we'll buy us time, maybe enough. Do we even know if anyone's coming? We've been off radio for hours, so aye, I should hope so. Finley, good, let's get out. Aye, he's a walking, greeting miracle. Are we doing this or no? Aye. We float the rig. I'll dive down and release the tension cables. Hopefully we balance out, maybe end up higher in the water. I'll need you both at marine control.
Jesus, Roy. Hello, can anyone hear me? I'm stuck up in some fucking hotel on the accommodation roof. I don't know how long I can last without insulin. He's up on the roof. I have to get him. No. Is anybody out there? You have to get to Marine Control with Finley. Please. It's a two-man job and we don't have much time. You think Roy does? Can't I just leave him? I promised I'd get him home. Ah, let him go. Fine. If you want to go, go. But this place is filling up with gas and oil from the drill to the derrick. God knows where else it's leaking to. I can't recommend it. I know, Brody. But I'm going. I have to. Engineering's your only path up there, and it's flooded, so you'll have to swim. It's a long way. Plan each step. And if you're underwater, stay calm. Oh, aye, that's exactly how that'll go. Enough! You both know what you're doing, so let's go. Right, yeah, Brody. How's your nerve, all right, McCleary? I'm coming, Roy. I'll find you. Ah, Roy, Alter. Ja. Er hat natürlich sein scheiß Insulin nicht besorgt. Da bin ich dir mir ein bisschen sackig für. Aber das war so klar, dass das nicht passiert, ne? Ach ja. Hier sind wir jetzt wieder. Ja, wusste ich nämlich auch jetzt nicht, ja? Wo soll ich jetzt hin? Aber das stand ja ursprünglich nicht unter Wasser. Ach komm schon. Komm, Digga, du musst dich festhalten. Kurz Luft holen. Fuck! Das ist aber auch eine eklige Brühe. Da ich das jetzt schon so oft gespielt habe, habe ich überlegt, ob ich einen Weltrekord aufstelle im Schnell-Durchspielen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie ich beim dritten Mal hier durchgesprintet bin, ja? Ja, das sieht nicht so aus, als ob man das auch machen würde. Ah, machen wir auch nicht, okay. Glaubt oder nicht, ihr habt eine Errungenschaft dafür, wenn man sich an allen Stromquellen, die gibt, wo man sich verletzen kann, umbringt. Und ich glaube, das hier ist eine der letzten. Aber da ich die anderen schon nicht mitgenommen habe, macht das keinen Sinn. Das ist ja bescheuert, sowas. So eine Errungenschaften verstehe ich immer ja, ne. Keine Lust. Also, wenn nach Lust geht's ja da nicht, ne? Aber, oh Gott, ey, hätte ich Panik. Jedes Mal, wenn du unter Wasser gehst, ne? Du weißt ja nicht, ob du irgendwo Luft holen kannst, wo du so richtig lang schwimmst. Oh Gott. Zieh durch, Gas.
Diese reue Leiche überall. Ich drücke! Oh! Alter, echt jetzt? Alter, habt ihr gesehen, wie tief ich gefallen bin? Und das war so ein Moment von wegen, ich hab definitiv gedrückt, Alter. Ich hab gedrückt. Oh! Komm schon! Alter, Wasser steigt! Enge Plätze können schlimm sein und so. Das ist mir hier auch noch gar nicht bewusst geworden. Ich glaube, das ist eine Angst, mit der wird hier am meisten gespielt, ja? Zurück im Wohnbereich, Alter. Oh, fuck. Jetzt machen wir uns erstmal kuschelig. I'm in a fucking nightmare. This can't be real. Come on, guys. Come on, keep it together. For fuck's sake. Ich weiß nicht, ob man sich das noch einreden kann, ne? Well, enough waiting around. Okay. Mental stark ist er. Teflon, oder? I can't get this one open. Keine Ruhe. Jesus. Muss doch mal mit irgendwem telefonieren hier. Ey, das hängt doch nicht zum Spaß hier. Mal, da kriegt man ja auch eine Errungenschaft. Klingelt jetzt? It's her birthday. That's not for months. Zeus? What's going on? Das ist sonderbar. Guck mal, ja, da hat nochmal reingeschrieben. Roy must have gone through the roof. Must be a way up somewhere. Ja, wenn du merkst, dass es dir voll läuft, ja, irgendwas musst du ja machen, aber. Ach, dieser Junge, ey. Schnell weg. Oh. Oh, Scheiße, Alter. Oh, das hier ist ja auch nicht gut ausgegangen, ey. Das ist, dass ich hier wieder rote Beete gegessen habe.
Klarer Fall. Oh. Alter. Das ist echt nicht schön, ne? Oh, hier geht noch. Den Moment will ich ja nochmal nutzen. Ein allerletztes Mal auf einer ordentlichen Toilette sitzen. Ich dachte ja, der hat sich jetzt nochmal entwickelt oder so. Ja, wo soll ich denn hin? No way? Ach so. Sag doch was. Wer wollte denn hier malern? Alter? Ja, na herrlich. Shit. Rufax says. That's it. What is it? Gotta be a vent up, down, fucking somewhere. Dieses Zeug aus dem Menschen macht, ja? Ja, oh, Jesus. Fucking poor bastard. Ach, der hängt da oben. Aber das passiert, wenn man zu lange duscht, ne? Lasst euch das gesagt sein. Wasserverschwendung wird hart bestraft. Oh ne, wo muss ich jetzt lang? Also nicht, ich muss da durch. Fuck! Nee, nee. Schon gut, ich muss los. Ich muss los, ich muss los. Hier weg, Alter. Can he see me? Warte, er kann mich sehen. Stop looking. Christ. Wo war hier klettern? Shit. Warte mal. Komm, besser kann man dir das ja nicht machen. Schöne. Alter Scheiße. What the hell? How did they get like that? Christ, the trots do this. Oh, das war nochmal so eine letzte schöne Feier hier. Alter! Oh Gott, Leute. Macht nicht mehr so dolle. Alter, Trotzmaster! Roof access. Man, I'm so close. Hallo. Oh, nee. Ideal, nee. Wunder, dass Gas noch nicht eh mal kurz hat bei der Scheiße, die er sich hier angeguckt hat. Mann, das wird ja auch nicht besser, ne? Jesus. Ja, die seid sowas.
Oh, ich glaube, der Schutzmaster kommt. Schnell weg hier. Ach so, na klar. Fuck. Schneller. Ich kann nicht schneller. Lass mich. Oh, los. Da hat er keinen Bock drauf gehabt. Reicht. Ach, guck mal. Oh, mit Bibi. Verreckst du hier so, Reudi, ey. Zu Hause ist alles voll mit Kindern. Kass muss das schaffen. Ist wohl schön, das sind wirklich immer andere Fotos, ne? Das ist jetzt nicht einfach nur immer welche kopiert. Guck mal, das ist das Zimmer von Roy, oder? Plattform FC. Ja, da liegt das Insulin. Okay. Nicht ohne meinen Löffel. Kann ich den mitnehmen? Was soll das für eine Errungenschaft sein? Roy's Insulin ist hier. Ah, ist ja gut, dass er das so beschriftet hat, ne? Das ist clever, falls das mal einer für ihn besorgen muss. So wie jetzt. I've gotta go, ja. Sorry, Trotz, aber das ist wahrscheinlich das Beste, was dir passieren kann. So, Roy hörte sich ja auch nicht mehr so richtig gut an, ne? That must be it. Thank Christ. Roy! Roy. Roy. Talk to me, big man. Come on. Come on. Roy. Roy, wake up, you prick. Please wake up. Wake up, come on. Oh, you bastard. Don't leave me here. Please, big man, come on, back. Christ, don't leave me. Roy, don't leave me. I can't do this, man. I'm scared, Roy. I'm fucking terrified. What am I gonna tell Susan? I mean, she's gonna fucking kill me, man, you know? She loved you, big man. She really loved you. So did my girls. I mean, what am I gonna tell them? Oh, sorry. Your Uncle Roy's not coming home. Aye, I know. Me and Ollie. I love this big man, do you hear me? I loved him.
Ach, Roy. Na klar, ja, keine Zeit, um irgendwie. Who's this? Finley, Kaz. You got to Roy. Good. Look, Kaz, the water's up to admin, so I couldn't get to Marine Control. You need to try and get there from where you are, all right? Jesus. Aye. And that English bastard better come and all. You can't stay in that hut forever, no? Kaz? Kaz, you still there? When you're not shouting, I start to worry, like. Is Roy making a fuss? Put him on. I'll get him to help. Kaz, for fuck's sake, what's going on? Roy's not coming. Ah, oh, Jesus. Kaz, did you not make it? I was too late. Oh, fuck. I'm sorry, Kaz. No. We all loved the big man, eh? I let him down. He was relying on me. No, no. No, you did everything you could. You went back for him. None of this is your fault. It's not anyone's. Look, I'm sorry, Kaz, but we need your help here. We're all fucking going down otherwise. Aye. I want half this fucking rig. Good. Then you need to find a way across the deck, get to Marine Control Room, and call me when you get there, and I'll talk you through it, all right? Right. Ah, Mann, ey. Tut mir so leid, ihn hier so zurückzulassen, ne? Wie erklärst du das zu Hause, ey? Das ist doch so kacke. Lassen wir dir an, hä? Mach's gut, Roy. Was hat sie jetzt gesagt? Was müssen wir machen? Ach ja. Hier, der Mats. No, no, no! Nein! Slowly now. Steady. Christ. Ich hab mich aber gefragt, was das da hinten ist. Thank you.
der Leitstand. Christ. Manu. Schalte nun Notfall betätigen. Steuerpulte der Säulen, Zugwinden vor dem Betätigen der Schalter deaktivieren. Schalter nur betätigen, wenn sich kein Personal in den Pontonbereichen aufhält. In Ordnung, let's go. Ist das ein fucking Spaceship? I'm not touching anything Finley doesn't tell me to. Okay. Also brauchen wir ein Telefon. Jesus fuck. Roper. Oh, you and all. Stimmt ja, Roper. Nice and slow. It's alright. We just need to make a call. Das sieht danach wie so ein Kollegen aus. So. Hey, here we go. Wir wollen nur ihren Anruf tätigen. Finley. I'm at Marine Control. I'm not alone. Fuck! Is it that bastard, Renick? No. Jesus. It's Roper. He's all messed up. Guys, listen to me, alright? Listen. Alright. We need to keep it together. Alright, just tell me what to do. There's only two switches. You just have to find them. First, find the ballast operations panel. There'll be a switch there to put it into manual control. You flip that switch. Go do that, and then I'll talk you through the next part. Alright? Alright. I'll look for it. Oh, Europa, wir sind ja bestimmt alte Kumpels. Alter, wie er die angrinst. Die Tiane. Forward? Das ist ja anders davon, ne? Ah. Why is it locked? Fuck's sake. Ah, scheiße, Mann. Ja, so ein Schlüssel. Ach, guck mal. Ja. It's locked. Oh, shit. Roper ist ein cooler Typ, er hat ihn schon in der Hand. They're good fucking news. It's alright, pal. Here we go. I'll look after this now, alright? Den Rennick fernhalten. Dass diese komische Quallenfresse immer noch lebt, ey. Switches it manual. What's next? Now you flood the forward pontoon and I mean flood it to the fucking brim. Hold on a minute. Pontoons are already fucked full of oil and gas. This might push it all up to the deck. We don't have a choice. The whole rig could tip over. Flooding that pontoon will at least give us a fighting chance. What about Brody? Is he no down there? He'll be out of there by now. He's done his part. We just have to do ours. All right? All right. It's coming for me. Keep him away. What was that? It's Roper. Never mind him. Hang on. Ich finde es so lustig. Das hört sich an, wie wenn sich Norweger unterhalten, so ein bisschen. Vordere Ponton. That's done. Now what? That's it. Come on. Come on, what? It's moving. Did it work? Fucking aye! See? Not the hope was left there, are you? Oh, thank Christ, finally. What now? Brody's got a plan. Meet us in drill ops as soon as you can. Okay, I'll meet you there. We're going to be alright, Cass. I fucking hope so. Oh. Gut, dass das magnetisch ist. Oh! Mann, Opa!
tut doch in die Not, Junge. Ich wollte hier mit der Tasse spielen. Ja, ich gehe schon. Ich gehe schon. Ist in Ordnung. Ich hau hier schon ab. Oh. Washing up Liquid. Ganz ohne Werbung. Oh, kannst du überhaupt nicht, aber... Oh. Ja, wir müssen hier weg. Das nützt nichts. Exit. Erstes Deck. Tür zu. Alter, was? Was nu? Oh, ich sehe das Feuer jetzt weg. Vor allem bist du jetzt ganz woanders. Hallo? Oh nein. Oh komm, oh. Roland. Shit. Nein, ich bin hier schon wieder taub. Ach, Kacke. Hier kann man dann auch Luft holen, aber ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht. Komm, Gas. Das ist doch weiter, als ich dachte. Luft holen. Oh ja. Sein soll. Das ist eine biologische Masse, die alles einfach verschlingt. Telefon. Sus! Sus! Was? Sus! Jesus. Denn? Voll gruselig. Boah, das ist Öl, ne? Scheiße. Ich denke mal, da könnte noch mal jemand anrufen. Gucken wir nochmal. Ich glaube, noch ein Telefon gibt's nicht. Okay. We are ready then.
das Rennick. Der alte Nacken. Und der Flur ist so lang, dass nichts passiert, ne? Oh, Alter, wie du nichts siehst. Todesangst haben. Oh, komm, klettern, klettern, klettern. Jesus. Don't think about it. Don't think about it. Speicherpunkt ist nie gut. Nein! Was ist mir los? Alter, Gesicht im Arsch. Lass mich nicht sterben, Alter. Oh. Geht hier unten auch noch irgendwo hin? Nein. Also viele optionale Wege gibt's ja hier echt nicht. Jetzt müssen wir doch haben, oder was? Ey, die Folge wird natürlich ein bisschen länger, ne? Ist klar. Oh. Finley, thank fuck. Finley? Finley ist es. Was geht on? Who are you talking to? Brody, what's wrong with Finley? She's freaked out here. Listen, Cass. There's no much time. There's oil and gas getting in here. When it fills, it will be headed right up the drill pipe. You on about? I'm still in the pontoons. I've only got a couple of minutes. I can't stop it. The rig's a time bomb now. You understand? One spark and... You need to find a way off. Just get back up here and we'll work it out, yeah? I can't do that. What? I can't get back up. No, wait. I'm sorry. Wait, listen. You're on your own now. I'll come to you. All right? No, you won't. You wouldn't even get halfway to me. The leg's flooded and the gas, it's not possible. You got your dive gear? Aye, so you can use that? It's oil, Kaz. There's nothing to be done. I don't fucking see that. I knew the risk when I came down here. Fuck. Can I lose you as well? Listen, I'm all right, Kaz. I'm already back on Sky. You've ever seen water like that, Kaz? Clear. Peaceful. You just let go and... everything's fine. Hi. That sounds beautiful. You go one day. All right. No, fuck that. I'm never swimming again after this. Kaz, you and Finley, you could do this, all right? I'm sure she wouldn't do something so stupid. Brody, you there? Kaz? What's stupid? Talk to me. It's getting higher. All right, I'm here, Brody. I'm not going anywhere. Alright, I'm here. Get him! Brody. Oh, fuck. Brody! Jesus.
Brody. Fuck. How is this happening? Would they be there now, Finlay? Doesn't he fucking matter? He's dead and you don't think that matters. He was always gonna die. Boy, them. Always. You see that? We've been fucking about with Alecky and pontoons. And we thought I won't mail. Watching our pals turn into monsters. Never once, never fucking once, have we tried to do what needed to be done. Captain, all right, what do you mean? I mean, I'm ending this. Fucking hell. Finlay, no, come back. Finlay! Oh, man, eh? Yeah, Finlay, wait a minute. Come back, you're not thinking straight. Ach, sie rausgerannt? Ist ja eigentlich sowieso ein Wunder, dass das Ding noch nie in die Luft geflogen ist. Ich meine, die brennt ja überall. Find a way out, come on! Fucking kid yourself, it's a hell nothing! Do I hear? It's not your Christmas card. You hear my wife? I just want to get back to her, Finlay. To my weans. I hear my boy. When he was wee, you know. I hear him now. Kate. He's singing. I'm not seeing him again, Cas. There's got to be a ship coming. You said it yourself. Christ, Cas. We don't want them coming. Oh, Jesus! I'm sorry, Finlay. I don't know what to do. We've got to face it, cuz. What do you mean? We can't get back. We can't. But I can't. What? It's not going to stop with us. Fuck's sake, McCleary. For once in your life, be brave. Pray for them. You can't save yourself. You can't save them. Jesus, Finlay. You want to leave it a chance? Oh. If it gets to the mainland, oh. You know I'm right. I'm always fucking right. Oh, Christ. Christ. All right. Die, all right. Follow them. Sie hat so recht, ne? Es verbreitet sich ja einfach nur.
Christ! I never had a chance. Ja, aber du weißt ja vorher, ey, ne? Oder vielleicht denkst du da ja auch nicht drüber nach. You don't recognize me, do you? No, sorry, love. You know me. You could say that. It's been a long time, though, Kaz. Hold up. Susan Lafferty. Fuck's sake, is that you? The very same. Christ, Kaz, but you look no different. I've still got the nose, eh? Well, looks like someone did a good job of spreading it about your face. Oh, the big man a drink. Jesus, Cass. Because I really want to be thinking about Roy right now. Jeez. He looks after me. He fucking adores you, you know. Well, I am easy to love, Cameron McCleary. Yeah. I'm finding that. Shut up, great Suki Jet. I do though, Suze. I fucking love you. I love you more than anything in this whole world. Did that vampire? You're not so bad yourself, all things considered. Marry me. What? I'm serious. Marry me. We'll make beautiful wains. I want to spend my whole life with you. She's perfect. She looks just like you. Thank God for that. She's got your eyes, though. Dad's eyes. I'm sorry, Kaz. I know you'd have wanted him to meet her. Nah, fuck him. The bastard wasn't interested in me. Why would he care about her? He loved you in his way, Kaz. I'll never leave you, Suze. I'll be at your side forever. And I'm always going to be here for this, Wayne. Das ist so heftig, wenn man da mal so drüber nachdenkt, ne? Dass sie ja wollte, dass er da bleibt und sich der Sache stellt, weil der eigentlich richtig ist, ne? Und er hat sich ja dafür entschieden, zu dieser Bohrinsel zu gehen. Wäre er jetzt nicht da, gewesen, hätte keiner es geschafft, das anzuzünden. Das heißt, er hat die Welt gerettet eigentlich, ja, indem er diese Entscheidung getroffen hat. Und ich habe überlegt, weil sie sagt ja zu ihm, er soll das machen, was richtig ist, oder das, was getan werden muss. Und er hat ja dann unbewusst diese Entscheidung getroffen, oder unterbewusst. Auch hier Meisterwerke. Oh, das sieht schon richtig nach was aus hier. Für eine Donut, Mann, ne? Das ist ja nämlich der Morgen des Aufbruchs. Eine Frage, ob das hier eine Anspielung ist auf den Matsch, der da unten im Bohrloch ist. Kiss the Waynes for me. Tell them I'll be back for Christmas.
Sorry, Suze. Ja, er muss die Welt retten. Oder er sagt, wie es. Hey, Cass. I'm sorry it's been so hard. Just wanted to send you this. To say we'll get through it. I know we will. Just take care out there and bring my beautiful big Gallus man back home in one piece, okay? I miss you and I love you. And the girls miss and love you. I'm still raging at Roy, but he's a good man and I know he'll look after you. Whatever happens, we will be all right. We can weather this. Just wanted to say that to you, Cass. Keep you safe and close and make sure you know to come home to us. I love you, Cameron McCleary. Mm. Be safe out there on those waters. My man. My love. Tja, Leute. Das war Still Wakes the Deep. Und man muss im Großen und Ganzen sagen, war halt eine echt schöne Geschichte. Haben sie gut gemacht, ja. Ja, tut mir nochmal leid für euch, dass ich jetzt das Ende schon mal erlebt habe. Ist ja dann doch ein bisschen was anderes für mich. Ja, also ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei, habt euch vielleicht auch ein bisschen gegruselt. Ja. Was auch heftig ist, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, wenn das jetzt irgendwann einer findet, ne? Irgendwann wird ja irgendwer kommen und fragen, wo ist unser Boy? Und du kommst da an, das ist einfach alles abgefackelt und in Trümmern, alle sind tot. Ja, wenn du da jetzt keine Überreste von dieser Biomasse findest, oh, selbst wenn, du weißt ja nicht, dass sich ein Teil der Crew, zumindest die konnte, sich dafür geopfert hat, um, dass sich das nicht verbreitet, ne? Du gehst ja davon aus, die sind einfach alle an dem Kram verreckt oder ersoffen oder verbrannt. Weißt du ja nicht. So ein Opfer, was keiner irgendwie würdigen kann, ne? Und erzählst halt zu Hause, was den Kindern, Papa ist gestorben halt. Arbeitsunfall quasi. Na gut, Leute, ich lasse euch mal mit den Credits allein. Lasst noch ein Like da und ein Abo, wenn ihr nicht schon getan habt. Oh, schön räudig. Und dann sehen wir uns bei einem der nächsten Projekte wieder. Habt einen schönen Abend. Haut rein.